Guten Morgen, Freunde des gepflegten Reises, wie ich immer sage. Gute Morgen, wie man im Mainz sagt. Ne? Grüßen Sie mit mir, Teddy Berger. Hallo. Der von wo? Wo kommst du her? Ich komme aus Mettmann. Aus Mettmann gekommen ist. Ich muss kurz aufklären, ich habe das schon in Facebook so ein bisschen angedeutet. Ich habe geguckt, wann es stürmisch ist, wann es Windböen gibt. Und dann habe ich gedacht, weil und, er... Und wann es regnet. Und wann es regnet, ja und genau. Und viel regnet. Und viel regnet, ja heftig genau. Regnet. Heftig regnet. Genau. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, in Heidelberg und in Mainz und in Frankfurt, laut Wettervorhersage, stürmische Böen und so weiter, dann dachte ich, das ist doch genau die richtige Zeit oder die richtige Zeitspanne, wann der Teddy Berger zum ersten Mal mit 49-Euro-Ticket mit der Bahn fährt. Genau. In der Hoffnung, dass natürlich eine Menge passiert. Liebe Zuschauer, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich war schon x-mal in Koblenz verzweifelt gestanden und kenne schon jeden Backstein dieses unfreundlichen Bahnhofes. Aber der Junge ist von Mettmann nach, erzähl mal selber. Ja, ich bin also in aller Frühe, da war es noch dunkel, mit dem Auto nach Mettmann gefahren, Mettmann Stadtwald. Das ist im Prinzip der Hauptbahnhof von Mettmann mit einem riesigen Park-and-Ride-Parkplatz. Da habe ich mein Auto hingestellt und habe mich wirklich getraut, mit dem 49-Euro-Ticket mit der S-Bahn nach Düsseldorf zu fahren. Was soll ich sagen? Ich kam am Parkplatz an, steige aus dem Auto, der Zug steht da. Ich wechsle die Bahnsteigseite, steig ein und was soll ich dir sagen? Ich komme in Düsseldorf aus. Warte mal, im Internet stand so groß rot, dass die S28 nicht fährt und so. Nein. Ja, also, die fuhr tatsächlich. Es hat wunderbar funktioniert. Dann bin ich in Düsseldorf ausgestiegen. Dann habe ich gedacht, okay, kannst du noch einen Kaffee trinken oder so. Ich gucke, wo musst du jetzt hin, Richtung Koblenz. Was soll ich euch sagen? Ich komme am Bahnsteig, der Zug steht da. Es hat nur noch gefehlt, dass ein Blasorchester spielt, ne? Und sagt, wie schön, dass du da bist. Hätten wir gewusst, dass du kommst, hätten wir Kuchen gebacken oder so. Aber es war der Traum. Dann bin ich da eingestiegen. Ne? War aber ein bisschen voll. Ja, aber ich habe einen Sitzplatz gekriegt. Wahnsinn. Ich habe einen Sitzplatz gekriegt. Mein Freund von TV Wiesbaden, der liebe Hans Joachim Jung, hat diese kleine Abenteuergeschichte mit meinem Freund Teddy Berger einfach mitgemacht. Und wir sind dann in Mainz in den Zug zugestiegen. Und diejenigen im Internet oder in Facebook, die das ein bisschen verfolgt haben, haben ja gesehen, rappeldappelvoll war der Zug. Also da an dieser Stelle möchte ich mal sagen, liebe Zugfahrer, wenn ihr in die Mitte der beiden Zugreihen, in der Mitte ist ja so ein Gang, wenn ihr da eure Koffer, eure Kinderwagen, eure Kinder, eure Plüschtiere und euer Kasten Bier parkt, das ist nicht so toll, weil da kann keiner mehr durch. Okay. Ich sag mal so, es wäre ja alles, es müsste viel geordneter zugehen. Also wie gesagt, in Koblenz komme ich an, Zug steht da. Jetzt habe ich gedacht, um Gottes Willen, da kommst du nie rein. Es standen hunderte von Menschen am Bahnsteig, die Richtung Frankfurt Hauptbahnhof wollten. Die Züge voll, der Bahnsteig voll und plötzlich war nur noch ein Menschengewirr. Da habe ich mir so gedacht, mein Gott, Leute, ich bin ja noch nie Bahn gefahren. Also höchstwahrscheinlich denke ich da völlig irrational und völlig schräg. Ich habe mir gedacht, lass doch erstmal die Leute aussteigen. Dann ist Platz im Zug, dann können wir alle rein und nichts passiert. Und dann waren sie mit ihren Kinderwagen dran, dies und das und jenes. Ich habe dann zwei Damen noch geholfen mit dem Kinderwagen, nachdem sie nur viermal über den Fuß gefahren sind. Und dann waren endlich alle Gäste raus. Plötzlich war Platz im Zug. Wahnsinn. Alle rein, pass auf Fred, alle rein, rappelvoll, wie du schon sagtest, ein ganzer Hausrat im Bahngang, ja. Und der Teddy hat einen Sitzplatz gekriegt. Wahnsinn. Übrigens, liebe Zuschauer, wenn ich immer so ein bisschen neben die Kamera gucke, wir sind hier in einem speziellen Raum des wunderbaren Lokals gegenüber vom Bahnhof in Mainz, dem Sens. Hoffentlich kann man das so sehen, das ist nicht seitenverkehrt. Da bedanken wir uns nochmal, dass wir kurz hier das für dieses kleine Interview oder für diese kleine Berichterstattung nützen dürfen. Genau. Okay, wir sind dann zu dritt in dem übervollen Zug in Frankfurt angekommen. Und haben uns auf dem Bahnsteig gefunden, weil im Zug haben wir uns nicht gefunden. Das ist wohl wahr. Aber auf dem Bahnsteig haben wir uns dann gefunden. Ja, jetzt erzählst du weiter. Und dann
der Hans gesagt, bevor wir nach Heidelberg fahren, möchte ich ganz gerne auf die Zeil. Genau, auf die Zeil. Das ist ein Einkaufszentrum. Ist ein Einkaufszentrum. In Frankfurt. In Frankfurt. Und da waren wir dann, und das muss ich wirklich sagen, ich war schon ewig nicht mehr da. Das ist wunderschön da. Da gibt es auch im Internet eine Menge Fotos. Und vor allem wunderschön noch weihnachtlich dekoriert. Und an dieser Stelle an das Management vom Einkaufszentrum Zeil. Sollten in nächster Zeit diese schönen großen beleuchteten Rentiere, die bei euch da an der Kuppel schwebten oder auch standen und so, sollte das ein oder andere davon fehlen, könnte es vielleicht im Mettmann stehen, in meinem Garten, weil ich habe ja auch so ein kleines Winter Wonderland, so ein Christmas Wonderland, da würde die hervorragend reinpassen. Ja, ja, da gab es ja die Adventsparty von meinem Freund. Ja, ja. Was ich auch sehr gut fand, waren diese Engel. Die Flügel der Engel. Ja, gut. Genau. Teddy, wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es dann weiter? Haben wir ein Käffchen getrunken und dann wollten wir Richtung Heidelberg. Heidelberg. Und das haben wir tatsächlich auch gemacht. Unfassbar. Wir sind auch ohne Probleme, waren ein bisschen voll dann wieder. Ja, aber wir sind nach Heidelberg mit inklusive Sitzplatz in Heidelberg angekommen. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich kann verstehen, dass der ein oder andere sein Herz in Heidelberg verloren hat. Die Innenstadt, ein Traum. Die Gastronomie, ich bin ja ein Gastronomie-Fan, nicht, dass ihr meint, ich trinke oder so, aber ein Käffchen, den Ehren kann niemand verwehren und davon viel. Und da hättest du an jeder Ecke in Heidelberg, in der Innenstadt, ein Käffchen trinken können. Ich habe sogar den Pavian über den Arsch gestrichen an der einen Brücke. Und was war mit Regen, was angekündigt war? Sturmböden? Kein Regen, wir drei waren die Einzigen, die mit dem Schirm liefen. Die Leute haben komisch gemacht. Wir hatten Stockschirm dabei. Wir hatten den Stockschirm. Gut, beim Fred konnte man meinen, das wäre eine Gehhilfe, ne? Das könnte natürlich sein. Ja, ich hätte vielleicht so einen Zeigestock oder so. Aber war schön. Ja. War schön. Ja, war richtig klasse. Heidelberg war auch schön. Ja, haben wir ja gerade von gesprochen. Hast du wieder vergessen, ne? Ne, hab ich schon wieder vergessen. Ja, okay. Genau. Und dann kam auf einmal die Rückfahrt von Heidelberg. Weil wir hatten inzwischen... Die haben ich versucht zu verdrängen. Ja, pass auf. Wir hatten dann einen neuen Expeditionschef, der Hans Joachim Jung von TV Wiesbaden hat ein bisschen die Regie übernommen. Ja. Hat dann ein paar Züge rausgesucht, und um das abzukürzen. Zweimal haben wir die Züge verpasst. Wir sind gelandet irgendwo in Nowhere. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Dann haben wir wieder umgestiegen. Irgendwann waren wir dann in Darmstadt. Wir waren an einem Bahnhof, kann ich mir jetzt gerade so dunkel erinnern. Da habe ich gedacht, ich bin in so einer Matrix oder so was. Das sah aus wie so ein Animationsfilmchen. Das war der Horror. Ja, und dann sind wir horrormäßig weitergefahren und sind in Darmstadt angekommen. Auch eine schöne Stadt. Und dann haben wir, näher der Bahnhof. Der Bahnhof war nicht schlecht. Und dann haben wir natürlich wieder den Zug verpasst. Zweimal. Ach Gott. Und dann ging es, ihr wisst, ich wohne ja in Mainz. Und er hat in Mainz ein Hotel gehabt, der liebe Teddy. Kann ich übrigens nur empfehlen, das B&B, Bed and Breakfast Hotel, direkt am Bahnhof. Total nettes Personal, der Kaffee ist super. Ich habe geschlafen wie ein Baby, ich bin ausgeruht wie selten. Obwohl ich wenig geschlafen habe, es war der Hammer. Und dann versuchten wir nach Mainz zu kommen. Aus irgendeinem Grund ist der TÜV nur bis Mainz-Bischofsheim gefahren. Dachten wir, naja gut, erfahren, wie wir sind. Der Hans wusste das auch. Vom Flughafen gibt es die S8 und die fährt dann nach Mainz. Und das haben wir dann gedacht, das geht. Da fahren wir nach Bischofsheim, steigen halt nochmal um in der Prärie und dann nichts war. Das Problem war ja, dass die Weichen nicht stellen konnten. Ne? Ja. Da ist der Weichensteller, ich weiß nicht, ob der Magen-Darm hatte, ob der ständig auf dem Klo war oder irgendwas. Auf jeden Fall war niemand da, der die Weiche umstellen konnte. Und es kam eine Durchsage vom Lokführer, der sagte sinngemäß... Aber klar und deutlich, haben wir gut verstanden. Ja, ja. Es geht nicht weiter und auf unbestimmte Zeit dauert es, bis das Gleis gerichtet ist. Was soll ich sagen? Wir saßen da, wir hörten und ich dachte, mein Gott, wenn wir zu spät in Mainz ankommen, dann kriegen wir ja keinen Zug mehr. Und ach, das ist ja ganz, ganz schlimm. Also wir machen jetzt Folgendes. Wir hoffen einfach und irgendwann fuhr der Zug dann weiter. Ja. Wir sind ausgestiegen in Mainz-Bischofsheim. Ja. War ich auch noch nie. Und sind dann mit der S8 irgendwann, die erste haben wir wieder verpasst. Ja, die ist uns direkt vor der Nase weggefahren. Von der Nase weggefahren. Dann hatten wir wieder eine halbe Stunde Wartezeit, eine Dreiviertelstunde. Ja. Und da gab es Jommers. Und dann sind wir irgendwann in Mainz angekommen.
am Bahnhof. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ne? Doch, doch. Ja? Und du bist dann zum, Hotel gelaufen, was 500 Meter vom Mainzer Bahnhof entfernt ist. Und der Walter hat sich ins Taxi gesetzt, weil um diese späte Uhrzeit, es war schon fast 24 Uhr, keine vernünftige Busverbindung mehr ins Münchfeld war. Freunde, das war's gewesen. Das war unsere kleine Geschichte. Er hat das erste Mal die Fahrt gemacht. Für ihn geht es jetzt weiter. Ich gehe jetzt wieder nach Hause vor mein Netflix-Fernsehprogramm. Er muss wohin? Nach Mettmann, da wo mein Auto steht. Guckt mal weiter. Das heißt, ich fahre jetzt über Mainz nach Koblenz. Ja, ja, Bahn hat mir schon gesagt, der Zug steht da und wartet auf mich. Da steige ich dann ein, fahre nach Düsseldorf und dann mit der S-Bahn, die ja eigentlich nicht fährt, fahre ich dann zum Stadtwald nach Mettmann, setze mich ins Auto, bin zu Hause. Und an dieser Stelle muss ich mal ganz kurz erwähnen, ne? Wir hatten zwar die Zugausfälle, wir hatten zwar die Streckenprobleme, dass wir da standen, ja? Aber trotz alledem, normalerweise fahre ich ja mit dem Auto den lieben Fred besuchen. Da frage ich mich, was ist stressiger? Ein Stau auf der Autobahn bei strömendem Regen oder in einem trockenen Zugabteil sitzen und einfach mal ein Momentchen warten, bis es weitergeht. Deswegen appelliere ich jetzt einfach mal, weil ich bin so begeistert, ich bin ein richtiger Fan geworden der Deutschen Bahn. Ja, schimpft nicht immer auf die Deutsche Bahn, sondern genießt einfach die Ruhe, den Service und auch die Zugbegleiter. Alle super nett, ein Daumen hoch für die Deutsche Bahn und ich sitze lieber im Zugabteil als auf der Autobahn in meinem Auto im Stau. Über 11 Minuten haben wir jetzt hier gesprochen. Jetzt ist es gut. Jetzt gibt es nämlich unser Frühstück hier und wir wünschen euch alles Gute. Und wie ich immer zu sagen pflege und dir sage es auch, wenn du jetzt nach Mettmann fährst, bleibt tapfer.